Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes, wie ihr seht, wir sind mit einem neuen LKW unterwegs. Naja, beziehungsweise, ja, neun, was auch immer, den haben wir schon mal gesehen. Den haben wir auf jeden Fall schon mal aus dem Wasser geborgen, glaube ich. Hier in Landunter. Und wir sind hier noch in Landunter, denn wir haben noch keine zweite Werkstatt freigeschaltet. Das wollen wir ja machen in Zimnegorsk. Und dafür haben wir ja in der letzten Folge die vibroseismischen Untersuchungen gemacht. Mit unserem vibroseismischen Wal. Mit dem Azov in Weiß. Yes. Da haben wir die gemacht. Und jetzt haben wir den Auftrag, ja, die Werkstatt fertig zu machen. Dafür brauchen wir, glaube ich, zwei Betonplatten und einmal Kraftstoff oder sowas. Glaube ich. Genau, aber der Weg dahin ist ja noch ein bisschen versperrt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen diese Folge. Da oben seht ihr es, den Weg frei machen. Yes! Lieferung zum umgestürzten Turm in Steinbruch. Und da brauchen wir zwei Stahlträger. Und da habe ich mir gedacht, komm, gehst mal in den Shop und holst mal einen russischen LKW. Und das hier ist nämlich der, Moment, 6-5-3-6-8. Also ein kleiner, schöner russischer LKW. Und ja, ich habe ein bisschen auch nach den Reifen geguckt. Ich glaube, ich habe jetzt die UOD-2 drauf oder sowas. Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Offroad-Reifen. Die waren nämlich von den Werten her eigentlich ganz nice. Ich glaube, die hatten bei Dreck hatten die eine 3 und bei Schlamm hatten die 1,9 oder sowas. Irgendwie sowas. Also die Schlammreifen, die es für den gab, die waren nicht unbedingt so viel besser. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du einfach mal die Offroad-Reifen. Genau. So ist nur, wir haben noch keine Höherlegung für den Truck, deswegen können wir noch nicht die ganz großen Reifen drauf machen, leider. Deswegen kann das sehr gut sein, dass wir ein bisschen stecken bleiben hier. Ab und zu. Aber wir müssen ja nur einmal kurz hier zum Zentrum. So, ich gehe mal in Lastgang mit Differentialsperre. Blinkst du überhaupt was? Das sieht ja irgendwie nicht so aus. Moment, mal gucken. Ah, jetzt haben wir nur den Windenpunkt hier. Das ist ja nicht so cool. Ich hätte gehofft, dass wir da vorne einen bekommen. Aber mal gucken. Ah, nur da hinten. Uiuiuiui. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier ein Fehler war, hier lang zu fahren. Mit dem kleinen LKW. Mit dem kleinen Six. Ich finde ihn aber auf jeden Fall ziemlich schick. Nur leider. Ah! Es fehlt die Höherlegung. Uiuiuiui. Ja. Ach, da finden wir es. Jetzt einfach ein kleiner Ast. Komm, dann fahren wir hier einmal über Matsch. So, damit wir hier hinten ein bisschen näher an den nächsten, yes, genau, an den nächsten Strommasten kommen. Und dann können wir uns so ein bisschen langhangeln. Dann klappt das hier auch, wenn wir keine richtigen Reifen haben. Das Problem ist nur, wir müssen gleich noch einen Pritschenauflieger drauf machen. So, ich fahre mal hier lang. Das sieht nämlich hier so ein bisschen fester aus als da links. Aber kann natürlich auch täuschen. Und tut das auch, glaube ich. Aber, naja, wir haben natürlich auch super Glück und es regnet. Genau, denn wenn wir keine richtig guten Reifen haben. Aber, was soll's. So, guck mal. Wir haben es doch hingekriegt. Einmal wieder in Automatik und hier vorne seht ihr noch einen schönen LKW. Das ist der Vorongrad. Den habe ich hier schon mal hingefahren. So, und mit dem werden wir dann die Betonplatten holen und den Kraftstoff für die Werkstatt. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir den Weg frei machen. So, und dafür fahren wir hier einmal in den Anhängershop. Yes. Und wir holen uns einmal
Da ist er. Ein Plätschchenauflieger. Sehr schön. Farblich natürlich auch top abgestimmt. Yes. So. Ich habe nur leider keine Warnleuchten, um die zu aktivieren. Um euch zu erinnern, dass ihr den Kanal abonnieren sollt. So. Und wenn ihr schon dabei seid, gerne auch nochmal einen Daumen nach oben da lassen. So. Ich denke mal, wir fahren ungefähr den gleichen Weg zurück. Oder? Ja, weil da vorne, da sind so wenig Bäume. Da habe ich ein bisschen Angst, dass wir da nicht mehr durchkommen. So, jetzt ist aber natürlich auch noch die Sache, dass wir den Plätschchenauflieger haben. So, gucken wir mal. Können wir da vorne... nee, das schaffen wir leider nicht. Ich gehe mal hier vorne dran. Vielleicht kriegen wir es ja so ein bisschen dann gleich mit der Ecke hin, da vorne an den Strommasten zu kommen. Ah, guck mal. Wir sind jetzt auch ein bisschen auf festerem Untergrund. Dann kommen wir auch so ein bisschen voran. Das ist schon mal gut. So, ich habe auch ein bisschen Sorge, dass es der kleine Sig nicht schafft, die zwei Stahlträger zu ziehen. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind dann eigentlich auch nur auf Dreck und auf Straße unterwegs. Also, mal gucken, mal gucken. Aber er sieht auf jeden Fall hübsch aus. Und die Hupe ist auch cool. Yes. Das ist halt so ein echt, ein richtiger kleiner, süßer LKW. Den finde ich super. So, wir gucken mal. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen hier zur Seite ziehen. So. Kommen wir da vorne schon irgendwie dran? Nein. Komm, dann ziehen wir uns noch weiter hier zur Seite. Mal gucken, mal gucken. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Grip. Sehr schön. Yes. Und ich glaube, durch das Gröbste sind wir jetzt durch. Und natürlich hört es jetzt auch auf zu regnen. Perfekt. Jetzt, wo wir durch den Schlamm durch sind, durch das Schlimmste, hört es natürlich auf. Aber, naja, was soll's. So. Hätte ja auch ruhig vorher ein bisschen aufhören können. Na. Aber jetzt sind wir gleich auf Asphalt. Dann ist uns das alles egal. So. Genau, und auf Asphalt. Da können wir auch mal ein bisschen in die Innensicht und den mal von innen begutachten, wie der aussieht. Auf jeden Fall klein und schnuckelig. Ach, guck mal, hier so eine coole Ablage. Da kann man ja irgendwie seine Katze oder seinen Hund mitnehmen. So, sehr schön. Da haben wir einen Hund. Ein Wackeldackel. Yes. Auf jeden Fall ganz cool. Und mit so einem kleinen Rückspiegel. Das sieht ja mega cool aus. So, ich darf hier nur nicht die Ausfahrt verpassen. Meine Ausfahrt hier bei der Bushaltestelle. Genau. Einmal hier nach links. Denn hier geht das ein kleines bisschen besser voran, als da vorne diesen Schlammweg. So, und wir fahren mal ein kleines bisschen in der Innensicht. Why not? Obwohl das hier auch ein bisschen tückisch sein kann, mit den ganzen Schlaglöchern und so, aber das passt schon. Ah, guck mal, das geht auch. Können wir auch einen Haargang schalten? Mal gucken. Ja. Von der Geschwindigkeit nicht unbedingt langsamer. Und wir haben ein bisschen mehr Drehmoment für die kleinen Schlammlöcher oder was auch immer. Sehr schön. So, und hier vorne müssen wir gleich einmal rein. Muss mal gucken, wo die Einfahrt ist. Da. Sehr schön. So. Sehr gut. So, wir machen natürlich wieder ein kleines Wendemanöver, damit wir hier schon mal in die richtige Richtung blicken. Mal gucken. Nice! Also Wenderadius ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. So, wir schauen mal. Wir brauchen nämlich einmal, zweimal Stahlträger. Yes! Da oben seht ihr es. Zweimal Stahlträger. So!
Da würde ich sagen, wir ballern mal ein bisschen weiter hier. Gut. Sehr schön. So, wir gucken nochmal. Genau, eigentlich hier nur nach links. Der Straße folgen. Und dann fahren wir hier nach Steinbruch. Bei der Tankstelle vorbei. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal auftanken, glaube ich. Obwohl, 76% haben wir jetzt noch. Eigentlich sollte das reichen, glaube ich. Mal gucken. So. Aber wir fahren mal wieder in der inneren Sicht. Mal gucken. Haargang an und gib ihm. So. Sehr schön. Yes. Und diese Folge, es ist euch bestimmt aufgefallen. Diese Folge, sag ich schon, diese Woche gibt es ein paar mehr Folgen. Ich habe mir gedacht, why not? Ich hatte 2 vorproduziert letzte Woche dann schon. Und jetzt in der Nachtschichtwoche klappt das eigentlich immer ganz gut mit dem Aufnehmen. Und ja, dann kann man auch mal 5 Folgen rausballern. Nicht 5 Wochen. 5 Folgen. Genau, auch wenn vielleicht mal die ein oder andere ein bisschen kürzer ist. So wie diese hier jetzt, weil ich glaube, ich mache jetzt nur diese eine kleine Fahrt. Und die nächste Fahrt mit dem Voron Grad, mit dem anderen neuen LKW, die machen wir dann morgen, also in der nächsten Folge. Also, die werden vielleicht ein bisschen kürzer. Aber immerhin, es gab ja auch eine schöne XXL-Folge am Mittwoch dann. Die Erkundungsfolge von Steinbruch. So, und wir gehen mal wieder in Automatik, weil ich glaube, dann können wir ein bisschen schneller fahren. Yes. Und das ist doch ziemlich holprig hier. Obwohl das die asphaltierte Strecke ist. Und wie wir sehen, ja, wir sehen nichts. Wegen dem Nebel und dem Regen. Also, Time hier zeigt sich von der besten Seite. So, aber wir sind jetzt hier ungefähr bei diesem komischen Wasserloch, wo wir die Ziegel rausgefischt haben. Und das heißt, das ist nicht mehr weit da hinten bis zum Tunnel. Uiuiuiui, aber ich glaube, der kleine Sick hat ein bisschen zu kämpfen mit den Stahlträgern. Ja, aber kurz Zeit nach hinten zu gucken. Ja, ist auf jeden Fall noch alles da. Das ist gut. Uiuiuiui. Ah, das ist auf jeden Fall wackelig. Also wenn man das in VR spielen würde, uiuiui, ich glaube, da wird man ein bisschen motion sick werden. So. Sehr gut. Ab nach Steinbruch. Yes. Und hier durch den Tunnel sind wir auch noch gar nicht reingekommen. Also eine etwas andere Zwischensequenz und ab ins Führerhäuschen. So. Ab dafür. Allradantrieb an. Sehr schön. So. Uiuiui, das sieht halt wirklich Hammer aus hier. Ich mag das auch mit diesem hohen Glas und so weiter. Also, das gefällt mir hier auf jeden Fall in Steinbruch. Sogar ein bisschen mehr als Landunter. Würde ich sagen. Weil es hier doch irgendwie ein bisschen mehr Wald ist und so weiter. So. Und wir schauen mal. Einmal. Volltanken. 48 Liter. Sehr gut. Gib ihm. So, aber ich glaube, wir schalten mal wieder in die Außenansicht, denn. Ah. Der kleine Sick. Der ist so schick. So. Genau. Einmal hier nach links. Und dann müssen wir eigentlich nur der Straße folgen. Soweit ich mich noch erinnere. Sehr schön. Ui, ja, das hatte ich vergessen. Mal gucken. Ja, ist zum Glück nur Wasser. Sehr schön. Eine kleine Wasserüberquerung. Ihr wisst ja, das mag ich gerne. Am liebsten sogar eine Flussüberquerung. In Alaska war das immer so cool und in Michigan auch. Das war immer
Sehr, sehr cool. So. Und wir sind da. Schlachtentladen. Eins, zweimal Stahlkrieger. Und ja. Da ist der Turm einfach weg, aber der Stein ist noch da. Ah, das heißt, da muss man so ein bisschen dran vorbeifahren. Naja, was soll's. So, den Weg frei machen. Danke. Wir können jetzt mit der Räumung beginnen. Yes. Ja, dann räum da mal auf da. Naja, was soll's. So, dann schauen wir mal auf die Auftragslage und yes, wir haben hier auf jeden Fall den einen Auftrag hingekriegt. Und wo war das denn jetzt? Hier war das, ne? Genau, Sanierung des Hauptgebäudes. Das machen wir dann als nächstes. Zweimal Betonplatten und einmal Kraftstoff. Aber wie gesagt, diese Folge ist hier vielleicht ein bisschen kurz, aber klein, aber auho. Haha, so wie der Sick. Der ist nämlich schick. So, und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar und ein Abo. Und ja, nächste Folge bauen wir dann die Werkstatt auf. Beziehungsweise, ja, öffnen die dann oder was auch immer. Ne, wir bauen sie auf. Ich glaube, da müssen wir dann die Hallen und so weiter, die Hallen aufbauen. Genau. Sehr schön. Und ja, ich bringe jetzt noch den Sick weg. Und ich glaube mal, das machen wir auch in so einem bisschen Bonus-Content. Yes. Also, bis zum nächsten Mal.